Fischkutter Jenny auf dem Weg von der niederländischen Küste nach Babenhausen, kurz vor dem Fränkischen nahe Aschaffenburg. Gestern der erste Teil des Transports, jetzt der zweite bis zum Ziel. Eine Mordsprozedur, das nicht eben kleine Schiff dort ins Freibad zu bekommen, wo es unter anderem als Lokal dienen soll. Jenny, das Küstenmotorschiff. In Holland wurde es in drei Teile zerlegt und kam selbst mit einem Frachtschiff über den Rhein und Main hierher. Bis nach Aschaffenburg. Da war Jenny zum letzten Mal auf dem Wasser. Die drei Einzelteile sind auf Sattelschleppern fest vertäut. Jetzt laufen die Motoren heiß. Sonntag frühmorgens. Vom Aschaffenburger Hafen geht es auf der B26 nach Hessen ins gut 10 Kilometer entfernte Babenhausen. Auf los geht's los! Jenny und der Riesentross setzen sich in Bewegung. Doch schon einige hundert Meter weiter lauert das erste Hindernis für die alte Dame. Eine Ampel ist im Weg. Die Ampel ist wahrscheinlich eingerostet und wir kriegen die nicht weggedreht. Jetzt probieren wir mit dem Kran die Ampel rauszuheben. Doch es gelingt nicht. Die Ampel bricht ab. Der Zeitplan ist eng. Dennoch kommen die Transporter nur im Schneckentempo vorwärts. Die Polizei sperrt die komplette Bundesstraße ab. Der Weg ist frei für Jenny. Bei so einem Schwertransport muss man darauf achten, dass er aufgrund seiner Maße bei den örtlichen Gegebenheiten, Brücken, Durchlässe etc., dass er da entsprechend auch durchkommt. Und dass vom Gefahrenpotenzial hier alles ausgeschlossen ist, dass der Transport zügig durchlaufen kann. Dafür mussten auch schon mal einige Leitplanken abmontiert werden, um die Kolosse durchzulassen. Und dann müssen wir auf der anderen Seite der Wegweiser abbauen. Ich hoffe, dass der Adam vorbei ist. Toni Keller ist Streckenleiter und damit für die Sicherheit des gesamten Konvois verantwortlich. Ohne ihn geht an diesem Tag gar nichts. Ja, ich habe den ganzen Transport für den Transport die Strecke ausgesucht und ausgemessen und jetzt bin ich dann auch beim Transport dabei, dass die alle wissen, um was es geht. Er fährt immer voraus und räumt alles aus dem Weg, was die Reise stört. So muss auch ein Verkehrsschild weichen. Dann kann das Schiff sogar mit 50 Stundenkilometer durch den Wald fahren, Strecke machen. Mehr als 100 Tonnen pro Wagen rollen über den Asphalt. Doch schon die nächste Ampel droht, den Treck wieder aufzuhalten. Komm langsam weiter, Willi. Gut, bist durch auf der Seite. Toni Keller aber kennt seinen Job. Zentimeter für Zentimeter arbeiten sich die Wagen vor. Und wenn nichts mehr geht, wird kurzerhand improvisiert. Die ersten Schaulustigen finden sich ein und empfangen den Nordseekutter in seiner neuen Heimat. Auch die Bürgermeisterin ist schon auf der Straße. Weil ich schon neugierig bin natürlich, wie diese Riesenteile hier auf unserer Bundesstraße entlang geführt werden. Das ist eine Frage der Logistik, wie man das managt. Ja, es ist auch beeindruckend zu sehen, wie breit diese Schiffsteile sind. Die passen gerade so auf die Straße, schön umrahmt von den Bäumen. Also es ist schon ein besonderes Ereignis natürlich für die Stadt, unabhängig davon, was man jetzt von der Entscheidung selbst halten mag. Und hier stehen jetzt Demonstranten an der Straße. Nein, es ist ein Begrüßungskomitee, das auf Jenny wartet. Herzlich willkommen! Großer Bahnhof für das Schiff. Die Babenhausener wollen es endlich in Augenschein nehmen. Doch nicht jeder ist von der Exotin begeistert. Es braucht kein Mensch das Schiff. Hat keiner gebraucht. Keiner wollte es, mir hat es gleich. Das geht da drüben zum Charlie auf dem Schrottplatz. Wo hast du irgendwo in Deutschland ein Schiff im Schwimmbad? Das gibt es in ganz Deutschland oder kaum in Deutschland noch einmal. Es ist der 30. August. Jenny ist endlich im Schwimmbad. Hier bekommt sie ihren Ruhesitz. Dem Team steht eine neue Herausforderung bevor. Die Einzelteile müssen wieder auf den Millimeter genau zusammengesetzt werden. Wir tun jetzt positionieren, dass er exakt so runterkommt, dass sich die beiden Teile nicht ineinander verhaken. Eine anspruchsvolle Aufgabe für alle.
auch dem Schwimmbadarchitekten Andreas Bremer. Er hatte die Schnapsidee mit Jenny. An den Nahtstellen beginnen schon die Schweißarbeiten. Schließlich soll die 55-jährige Dame auf ihre alten Tage noch mal richtig rauskommen. Also im vorderen Bereich gibt es dann die Technik, die ganze Badewassertechnik, Schwimmertechnik. Im rückwärtigen Bereich kommt Gastronomie rein. Es wird Liegestühle geben. Auf dem Kiosk stehen wir gerade, nämlich das alte Winschenhaus, was dann wiederhergestellt wurde als Winschenhaus, wo der Kiosk eingebracht wird. In dem unteren Bereich würde man auf dem Deck sitzen und hat einen wunderschönen Blick über die Wasserflächen. Ja. Vom Bug bis zum Heck ist das Schiff über 40 Meter lang und die neue Attraktion im Schwimmbad. Zur nächsten Badesaison wird Jenny, der alte Fischkutter, wohl sowas wie das neue Wahrzeichen von Babenhausen sein.